Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bachelor in Paradise. Wir sind mittendrin in Folge Nummer 3, beziehungsweise nicht mittendrin, wir fangen damit an. Naja, dann war halt mein Upsi. Denn das letzte Mal hat es ja aufgehört mit dem Date von Max und Rebecca, was eher kein Date, sondern eine Aussprache war. Rebecca ist zurück und eigentlich will ja Rebecca nur was von Adrian, deswegen ist der einfach auch ein bisschen gekränkt. Warum? Weil es Adrian ist. Also es war mir sehr wichtig, mit Rebecca eine Aussprache zu halten. Es hat mich einfach nur gestört, dass Rebecca mir gegenüber nicht ehrlich war. Ah ja, richtig. Da war ja dieses ganze Drama mit, hatten die GVK, hatten die keinen GVK? Wo fängt's an, wo hört's auf? Wir haben rumgemacht. So, weißt du, das war im April und mehr war da nicht. Für mich ist das Ding mit dem durch. Ja, wir müssen auch nicht mehr die Details auspacken. Das hat ja schon Leila zur Genüge gemacht. Ja, ich verstehe das, dass es in Adrians Kopf gerattert hat. Ich fühle mich einfach, guck mal, für mich ist sowas unangenehm. Ich weiß doch. Aber ich habe dir doch gesagt, ich möchte, dass du mit mir sowas klärst und mit mir darüber redest, weil ich sowas von einer Partnerschaft erwarte. Wow, ist doch schön, dass sie schon mal über solche Erwartungen gesprochen haben. Ich finde, dafür, dass sie sich jetzt 4 Tage oder was kennen oder 5, wenn man schon sowas besprochen hat, finde ich sehr, sehr gut und sehr löblich auf jeden Fall. Ich bin mit ernsten Ambitionen hier drin. Dann kamst du und ich habe mir so wirklich gedacht, so okay, das ist eine Frau, mit der kann man wirklich bis ans Lebensende, ich übertreibe jetzt meine Lage, aber du bist eine stabile Frau, ich kann mir vorstellen, mit dir wirklich hier rauszugehen und sagen, das ist meine Frau. Bis ans Lebensende, habt ihr das gehört? Ja, er darf auch seine Lage ein bisschen übertreiben. Ich glaube, Rebecca braucht es auch gerade. Und er braucht es aber auch. Passiert weißt du, wie ich mich gefühlt habe die ganze Zeit? Ja, kann ich mir vorstellen. Ich dachte mir die ganze Zeit, dass ich fremdgehe. So, was mache ich hier eigentlich? Ja. Ich will einfach nach Hause. Wenn Adrian mit einer Frau auf ein Date gegangen wäre, die sie schon, dass sie sich schon kennen, ich wäre komplett ausgerastet. Ich würde mir übelst die Filme schieben. Übelst, aber. Und deshalb hat sie natürlich auch Verständnis für Adrian. Aber letztendlich ist ja nichts gelaufen. Dieses 20 Sekunden in die Augen schauen, das ist 11. Kannst du nicht mehr sauer auf mich sein? Ich bin nicht sauer auf dich. Doch, ich sehe das auch in deinen Augen. Ich bin nicht sauer auf dich. Lügen kannst du halt auch einfach. Das ist das Problem, ich fuck mich auch nochmal ab, ja. Aber es ist doch schön, dass sie ihn schon so durchschauen kann. Ich glaube, es gibt Schlimmeres im Leben, als nicht lügen zu können. Ganz ehrlich, absolute Green Flag, wenn der Partner nicht lügen kann, oder? Nee, aber hast du noch irgendwie anderweitig das Interesse, jemanden kennenzulernen, jetzt, die hier sind? Nein. Gar nicht. Nein, du bist bei Nummer 1. Ach, schön. Khan hat nur eine Frau. Naja, zu Michelle hat er gesagt, nein, er hat kein Interesse. Dann hat er aber auch gesagt, du bist meine Nummer 1. Wer ist denn die Nummer 2, frage ich mich. Sie wird es noch erfahren, aber jetzt weiß man das nicht. Nee. Er ist großes Gefallen und ja, Mission vollendet, würde ich sagen. Guck mal, wie clever die sich küssen. Wir sehen gar nichts davon, weil einfach der Arm so davor ist. Sag's noch einmal, bitte. Es tut mir leid. Kein Thema. Das harmoniert schon sehr gut zwischen den beiden, oder? Ich habe ein paar Entschuldigungen erwartet und ich wollte auch ein bisschen, dass sie bettelt. Das ist so mein Ding. Das mag ich an einem Mann. It's getting honey, so think of boy. Denn für die beiden geht's in die Love Suite. Es ist nicht die erste Nacht in der Love Suite. Mal gucken, ob es wie mit Max nur rummachen ist oder noch mehr. Schön, also wir haben uns ein bisschen intimer kennengelernt. Wir hatten aber keinen Sex. Aber wir wissen alle, dass die Definition davon weit auseinander geht. Also ich glaube, für Rebecca ist es ganz eindeutig. Hier, das muss da rein und nur dann ist es Sex. Nur dann. Liebe Leute, lässt sich drüber streiten. Khan ist ja derjenige, der jetzt voll und ganz bei Michelle ist, aber am Anfang war ja auch irgendwie was mit Pam. Sie spielt ein falsches Spiel. Man muss halt aufpassen, Bruder, weil das ist eine Frau. Sobald jemand Besseres kommt und ich weiß, sie steht auf Proleten und Ozan ist halt in der Hinsicht offen. Du aber ja, überhaupt nicht. Der Bene ist vom Typ her auf jeden Fall ein anderer als Ozan. Ich war ja offen und ehrlich mit Bene, habe ich das kommuniziert. Sie sagt halt so, ja gut, ist alles nur ein Prank und ist nur ein Witz und macht dir keinen Kopf. Für sie, was einfach wichtig ist, dass sie einfach die erste Runde weiterkommt. Das Ding ist, ich finde es so absurd, dass Pam wirklich, also ich glaube ihr das, dass sie das wirklich glaubt, dass sie das kommuniziert hat. Aber das hat sie nicht. Sie hat zwar etwas kommuniziert, aber nicht das, was sie ja wirklich denkt, weil ja Ozan für sie die Nummer 1 ist und Bene denkt immer noch, dass er eine Chance hat. Jetzt wird erstmal gefeiert. Absturz, mal anders. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh krass, oh
Hör nur Krach, pff, er ist weg. Max, wo bist du? Oh. Das bringt Stimmung in die Runde, oder? Das war geil. Neues Meme, oder? Das war so geil. Irgendwas ist da schon mit Amir. Ja, Leila ist hin und her gerissen zwischen Amir und Daniel. In meinem Kopf geht einfach die ganze Zeit so rum, okay, wem gebe ich jetzt diese Rose heute? Gebe ich sie jetzt Amir oder halt Daniel? Und es ist irgendwie so ein bisschen Herz gegen Kopf. Herzkandidat ist Amir, Kopfkandidat ist Daniel. Der Gedanke macht mich voll fertig, halt generell jemanden nach Hause zu schicken. Weil die sind natürlich eine Familie geworden. Ich habe halt gemerkt, ich muss ein bisschen offensiver sein. Also das, was ich jetzt auch gemacht habe, auch mit Pam, das ist immer dieses, ja, ich bin zu nett, zu lieb und wir sind im Paradise. Ich glaube, Bene kann aber nicht anders als nett und lieb sein. Ich habe immer Angst, generell immer die zweite Wahl zu sein. Pam hat keinen Bock mehr. Vielleicht geht er dann auf mich extrem zu, ne? Man weiß es nicht. Also es ist schon sehr auffällig, dass Bene jetzt plötzlich das Gespräch sucht aus dem Nichts, weil er merkt, es wird eng für ihn. Weiß ich nicht. Ich verstehe mich richtig gut mit dir, definitiv. Mhm. Mit Max aber auch. Bei Max ist es halt so auch so ein bisschen... Ja, es ist schwierig, ne? Ja, ist natürlich schwierig. Ja, Franzi, was machen wir da? Gibst du mir die Rose? So ist er, oder? Was ist dein Spitzname eigentlich? Mein Spitzname? Ja. Das ist Ozan. Ah. Ozan lang und Ozan kurz, so wie Mirella. Spitzname ist Mirella. Ja, spannend. Ich mach das, was mein Gefühl mir sagt und was mein Herz mir sagt. Und zu dem Zeitpunkt jetzt gerade ist, dass mein Herz sagt du und mein Kopf aber sagt Daniel. Ja. Tja, auf was hört sie da? Mirella, was trinkst du? Das Erste, was ich, lass mich das Erste... Den ersten Satz direkt sagen, du siehst wundervoll aus heute. Das musst du echt sagen. Danke. Das musste raus, Leute. Ehrlich. Ja, das war's erstmal. Das war der erste Satz. Okay. Ja, ich denke, die haben sich wirklich viel zu erzählen, die beiden. Solange bei mir keine Gefühle da sind und ich kann dir garantieren, gibst du mir eine Rose, dauert es nicht mal lange, bis Gefühle kommen. Gefühle der Dankbarkeit, dass ich in der Sendung bleiben darf. Ich fühle mich bei dir richtig, richtig, richtig wohl. Also das ist immer noch so, wie ich das dir gesagt habe. Aber irgendwie habe ich mit dem jetzt ein bisschen wieder angeknüpft. Ich muss sagen, bei vielen wirkt es gerade echt noch wie so Schachspielen und so weiterkommen wollen. Und also es gibt so ein paar, da spürt man, also bei Rebecca und Adrian spürt man die Vibes. Ich finde, selbst bei Pam und Ozan merkt man es schon so ein bisschen. Auf jeden Fall auch bei Khan und bei Michelle. Aber der Rest ist eher so... Puh. Und ich will gar nicht entscheiden. Ich soll ihr beiden wieder entscheiden, weißt du? Das musst du. Du musst hör auf deinen Bauch und auf dein Herz. Oh oh. Daniel, du bist der Kopfkandidat. Das war jetzt ein Eigentor. Verkackt. Ich habe jetzt Bene halt länger kennengelernt, sag ich mal so, ne? Er ist ein sehr anständiger Mensch. Er spielt nicht. Aber bei dir kann ich mir nicht zu 100% sicher sein, ob du spielst oder nicht spielst. Man muss sagen, Franzi, ne, die sagt ja auch immer, sie ist so naiv und so. Aber sie ist wirklich so naiv. Weil immer, wenn sie redet, das schreit einfach Naivität. Kann man Menschenkenntnis nicht lernen. Ich würde gerne mal mit dir einmal eine Aufgabe zusammen machen. Okay, welche? Uns 20 Sekunden einfach in die Augen gucken. Und dann sagst du mir, was du in meinen Augen siehst. Okay. Und ich sag dir, was ich in deinen Augen sehe. Das hat er jetzt nicht von dem Date mit Rebecca geklaut. Und hat auch gedacht, das ist eine gute Idee, das nochmal zu... Ey, Max. Aber bald war die nicht. Ich kenne das nicht. Ich hatte das Gefühl, sie möchte direkt so von der Klippe runterspringen. So unangenehm ist ihr alles. Und was siehst du bei mir? Ich sehe bei dir so eine Vertrautheit. Ja. In den Augen so einfach so dieses, dass du so liebevoll eigentlich so bist, so eine liebevolle Person halt bist. Mhm. Und du hast halt so Augen, die halt so einen, wie so, ein bisschen, wirklich wissen wie so ein Husky, also die einen so wirklich so angucken. Okay, also so richtig Deep Dive ist das jetzt gerade noch nicht, oder? Du hast so Husky-Augen. Ja, schönen Dank auch. Das siehst du erst nach 20 Sekunden, oder was? Süß ist einfach so, eine süße Ausstrahlung, also eine süße Ausstrahlung einfach halt haben. Ja, das ist schön. Ja, bei dir auf jeden Fall, also, Ganz dick Red Flag, ne?
Das habe ich auf dem RTL-Account gesehen. Was siehst du in meinen Augen? Und das ist einfach Max, wo so zwei kleine Red Flags vorne drauf sind. Süß. Das ist schon ein bisschen funny. Aber auch hier, ich finde Franzi, es ist so gemein, das zu sagen, aber da gibt es auch irgendwie keinen Tiefgang. Es ist immer unangenehm. Es ist so, als ob Franzi durchs Leben gehen würde und nur Smalltalk ihr ganzes Leben lang hat. Und das ist für mich der Horror. Für mich war das die Hölle. Die Party heute hat richtig Spaß gemacht. Ich habe Franzi auch von hinten so ein bisschen angedanced. Es hat sich smooth angefühlt. Oh, so smooth hat sich angefühlt. Der Paul würde sagen, Party, Party, Party. Wir sind im Moment nur wir zwei. Wir blenden aus, was so links und rechts ist. Oh, und da wird sich geknutscht, Leute. Wann ist das denn passiert? Wann haben die sich denn so angenähert? Jetzt werden die Rosen vergeben und die Frauen sind dran. Beginnen wir mit Pam. Seitdem du da bist, bin ich aufgeblüht. Ich mag die Zeit mit dir, unsere Anziehung und deinen trockenen Humor. Ozan? Ja. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Das hätte ich nicht so erwartet, aber ja, man kann sich auch in Menschen täuschen. Das überrascht mich. Wenn sich die Leila gegen mich entscheidet und für den Amir entscheidet, dann weiß ich, dass sie noch nicht reif genug ist und ziemlich sprunghaft. Ja, genau. Also wenn sich jemand gegen mich entscheidet, dann ist die Person einfach kacke. Ihr wisst alle, dass mein Herz übertrieben groß ist und deswegen muss ich mich für mein Herz entscheiden. Und deshalb geht meine Rose an Amir. Boah, wie kann sie nur so unreif sein? Wenn ich jetzt von außen betrachtet mich jetzt in Leila hineinversetzen muss, würde ich auch sagen, sie sollte lieber Amir nehmen. Da ist halt schon Feuer, da ist Würze. Da ist halt schon Salz. Ich habe sehr lange, sehr, sehr lange überlegt. Und sie kämpft mit den Tränen auch schon sehr, sehr lange. Ja, aber im Paradise muss man auch mal ein Risiko eingehen. Denn sie muss jetzt die letzte Rose vergeben. Wir haben natürlich Rebecca verpasst, die Adrian eine Rose gibt. Natürlich Michelle, die Kahn eine Rose gibt. Und natürlich Steffen und Tammy, die sind ja jetzt quasi liiert. Hier, verheiratet. Max. Also ich muss sagen, ich kann gar nicht sagen, ich hätte sie mal lieber Bene genommen, weil das war es irgendwie auch nicht. Ich glaube, es ist Max, ist es aber auch nicht. Ich glaube, da soll sie einfach gehen, wen sie lieber hier als Freund in der Villa hat. Und weiß ich nicht, ob das Max ist oder jemand anders. Ich wollte mich bei euch allen bedanken für die wunderschöne Zeit. Und dieses Hemd, was er sich extra angezogen hat mit der Rose vorne drauf. Hätte er mal lieber das hinten gelesen. She loves me not. Ja, selber schuld, Bene, wenn du sowas in die Welt, ins Universum rein manifestierst. Ist ja klar, dass es wahr wird. Ich werde sie immer in Erinnerung behalten. Ihr seid für mich wie eine kleine Familie. Und ich hoffe wirklich, dass ihr eure Liebe hier findet. Danke, lieber Alex. Viel Spaß beim neuesten Do-It-Yourself-Projekt. Es sollte verboten sein, so in der Küche rumzulaufen. Ich will mir das was zum Essen machen, geht aber nicht. Weil sich hier so umläuft. Man merkt auf jeden Fall, dass Kahn mich schon richtig gut findet. Ich dachte, Kahn hat nur Augen für Michelle. Also mit Leila ist immer so eine Sache. Ich weiß, wir haben jetzt nicht so viel gequatscht, aber so der Vibe ist trotzdem da, ne? Wenn man redet, so auch die Augenkontakte mit dir, die sind da. Okay, okay, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, weil das mit Michelle, das wirkte schon so Richtung Beziehung. Ich will eigentlich mit dir quatschen, kennenlernen, aber wiederum denke ich mir, kannst du nicht bringen. Ja, du hast ja Handschellen. Ja, was heißt Handschellen, Mann? Du weißt, wie ich das meine. Aber was ist jetzt, Kahn? Bist du nicht happy mit Michelle? Musst du jetzt echt noch links und rechts gucken? Ist es dann aber irgendwie auch komisch, oder? Bitte. Ich finde es nicht so fair Michelle gegenüber, weil er hat das halt irgendwie nicht so offen kommuniziert. Ja, das ist auch an mir vorbeigegangen, diese offene Kommunikation. Jetzt kommt aber erstmal ein Brief rein. Erst jetzt mit meinem Einzug fängt es hier richtig an, paradiesisch zu werden. Eine exklusive Beachparty nur für euch und mich. Ich freue mich, euch endlich kennenzulernen. Bisou, bisou. Alle Männer. Und dann ist mir mein Herz in die Hose gerutscht. Alle Männer gehen jetzt auf ein Kennenlern-Date mit einer neuen Frau. Sag dein Gefühl zu Max. Ja, kannst du dir mit mir was vorstellen? Also wir hatten schon tiefgründigere Gespräche. Also wenn die Franzi lang genug da liegt und nachdenkt, da kann die sich auch mit der Lampe nebenan was vorstellen. Und ich bin ganz ehrlich, das ist nicht böse gemeint, aber mir geht's da ähnlich. Ich kann mich in jede Beziehung mit jeder Person reinsteigern, wenn ich genug Zeit habe. Er ist ja auch total lustig, was ich gut finde. Er ist auch so ein Mensch, der reißt einen mit, das brauche ich auch. Steht fest im Leben.
Das Ding ist, ich fühle mich schon irgendwie echt körperlich hingezogen zu ihm. Nicht, wenn ich zu lange Augenkontakt mit dem Kassierer bei DM hatte. Steht mitten im Leben, hat einen tollen Job, der kriegt bestimmt auch Rabatt bei DM. Ich kann mir eine Zukunft vorstellen. Nee, ich habe keine Payback-Karte. Ich habe mich jetzt für das Risiko entschieden. Ich kann Max nicht vertrauen, aber ich fühle mich so wohl bei Max. Franzi ist wirklich, also, die ist wirklich eine spannende Kandidatin, oder? Genieß es trotzdem alles mit Vorsicht. Ja, ich genieße es mit Vorsicht, genau. Genau. Was hast du noch mal gesagt? Sorry, Vorsicht und ich, das geht überhaupt nicht zusammen. Ja, ich habe extrem Angst und ich habe keinen Bock auf dieses Verletztwerden. Na dann, viel Spaß mit Max auf jeden Fall. Hier kommt die Neue. Ja, so als sie halt so ein bisschen näher schon gekommen ist, dann haben sie sich schon erkannt. Mensch, Adela hier? Adela ist Schweizer Bachelorette gewesen. Also ich bin eher ein konservativer Mensch. Kann dadurch vielleicht ab und zu noch anecken. Was heißt das? Ein konservativer Mensch. Was meinst du jetzt genau? Sag doch einfach, du genderst nicht. Oder sag doch einfach, du hast, keine Ahnung, emanzipierte Frauen. Oder was ist dein Problem jetzt? Was ist das Problem? Ich mag keine Ausländer. Ist das, was es ist? Was willst du? Was willst du, Adela? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin die Adela. Ich war 2018 die Schweizer Bachelorette. Krass. Sie sieht da aus wie, warte mal, wie irgendeine, warte, wie sieht sie da aus? Sie sieht aus wie eine andere Kandidatin, die wir aus dem Reality-TV kennen. Aber ich komme nicht drauf. Ah, oh, wen meine ich? Ich habe es vor den Augen. Weiß ich nicht. Ich bin bereit für die große Liebe. Gut, jetzt hat sie auf jeden Fall eine andere Haarfarbe. Es werden immer noch All Eyes on Me sein. I'm the queen. Ein bisschen Angst macht sie mir schon auch. Davor habe ich voll Angst. Und ich finde es alarmierend an ihr nicht mal die Aussage, dass er quasi konservativ ist, sondern passt ihr Lachen. Als sie durch das Tor kam, dachte ich mir, wow, ist mein Typ. Genau mein Typ. Hallo. Hi, Max. Adela. Ich habe das Gefühl, wenn Max sagt, das ist sein Typ Frau, meint er, die Brüste sind groß genug. Ein Wort, drei Buchstaben. Wow. Einfach nur. Wow. Wollen wir kurz reden? Ich fand es noch ein Müh überfrüht, so. Ja. Madame. Let's go. Merci beaucoup. Aber trotzdem schon sehr toll, dass der Mann die Initiative ergreift. Ich mag männliche Männer so. Ja. Männlichkeit ist ja auch so ein Thema, über das spreche ich sehr, sehr gerne. Vor allem mit konservativen Menschen wie Adela. Aber am liebsten liebe ich Leute, die dann immer so ein bisschen zu dolle Merci beaucoup sagen. Merci. Sorry. Gracias. Muchas gracias. Versteht ihr, was ich meine? Thank you so much. Ja, okay, wir verstehen. Du kannst auch noch eine andere Sprache sprechen. Die kommt erwachsen rüber. Weil da darf man nicht zu viel Vollgas geben. Ich muss den Reifen Osan quasi auspacken. Also, ich stehe auf sportliche Frauen. Mhm. Ich tendiere gerne zu blond und blauen Augen. Ja, perfekt. Da ist doch alles check, check, check. All inclusive. Also, dann bin ich ja gar nicht dein Typ. Nee, also, wie sagt man das so schön? Das Leben ist kein Wunschkonzert. Hauptsache halt hübsch. Und sie ist hübsch, du bist hübsch. Hauptsache hübsch? Ja, also. Was mit dem Charakter? Was war das für eine Aussage? Du hast auch gefragt, was für ein Typ Frau. Das hat doch keine Charakterfrage. Typ Frau. Hauptsache hübsch. Wo sind wir denn hier? Also, das ist doch logisch. Ja, mir ist es schon gelungen, den reifen Mann bei Adela zu zeigen. Hauptsache hübsch. Ah, schon super, wenn man dann immer sich bemühen muss, etwas von sich zu zeigen, was man vielleicht noch gar nicht ist. Ich weiß es nicht. Also bis jetzt bin ich der Meinung, ich konnte einen sehr guten ersten Eindruck bei ihr hinterlassen. Ja, ihre Augen waren das öfter noch bei mir und fühlt sich gut an. Vor allem mit diesem Outfit, das Pam vorher extra noch für ihn ausgesucht hat und möglichst zwei Sachen genommen hat, die nicht zueinander passen und gesagt hat, ey, voll gut. Ja, zieh das nochmal an. Er hat mich nach einem Outfit gefragt. Ich so, ja, zieh das an. Komplett hässliches Outfit. Oh, so ein Mega-Outfit. Fand ich ganz süß. Ich denke nicht unbedingt, dass wir matchen, weil er halt meiner Meinung nach ein bisschen oberflächlich ist. Ja, mal gucken, mit wem sie dann eher matcht, wer wahnsinnig viel weniger oberflächlich ist. Mal schauen. Da kommt jemand. Oh. Nein. Doch. Ein neuer Mann. Auch die Frauen werden nicht alleine gelassen. Ich gehe jetzt tatsächlich davon aus, dass hier gleich was ganz Exklusives kommt, ja. Hä? Moment.
Es ist Snacktime. Kleine Unterbrechung für den heutigen Werbepartner Coro Drogerie. Bei Coro findet ihr Lebensmittel in Großverpackungen, alles Mögliche von Snacks zum Frühstück bis hin zu Reis, Linsenpasta, Proteinshakes, alles, was das Herz, der Magen und die Verdauung begehren. Meine Lieblingsabteilung ist die Snackabteilung, die Linsenchips, die Brezeln mit Schokolade überzogen oder natürlich auch hier mal so ein Energy Ball für zwischendrin. All das findet ihr bei Coro und natürlich habe ich auch einen Rabattcode für euch. Weitere Infos sind in der Infobox. Schaut einfach gerne mal vorbei. Weiter geht's mit dem Video. Ich bin ein Stürmer. Ich bin ein Angreifer. Ein bisschen ein kleiner Schlitzohr muss man sein. Aber natürlich alles mit Stil. Klar, 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 klar. Mit Stil und Klasse. Wer bist du denn? Ich bin Alan, bin 37 Jahre jung. Mich kennt man aus dem Bachelor von der Schweiz 2020. Na guck mal, da haben wir den Schweizer Bachelor und die Schweizer Bachelorette. Na ja, ist das herzig. So. Wo bin ich da, mein Gott, wo bin ich da? Ja, das war diese ganz wilde Staffel. Da haben ja schon einige von euch geschrieben, dass das wirklich ganz crazy herging. Dass man kurz dachte, hier, vielleicht sind wir hier bei einer Mitternachtssendung gelandet. Ich werde mit meinem Charme und meinem Lächeln die Frauen überzeugen. So, zum Beispiel. Ich bin überzeugt. Absolut. Ja, der ist schon richtig hot. Heiße Schnitte. Also Alan sieht aus so wie ein Mann auf dem Cover vom Magazin. Also alles ist perfekt. Alan ist perfekt. Nicht alles. Okay. Ah. Du bist schon ein bisschen... Kann man sagen, du bist schon ein bisschen älter? Ich bin ein bisschen reifer, ja. Stimmt, er ist, glaube ich, 36 oder so. Das ist natürlich crazy alt. Ekelhaft. Das Wort hat mir gerade gefehlt. Ich sage immer, eine Frucht, die reifer ist, hat manchmal auch mehr Geschmack. Guten Appetit, sage ich da. Ein Mann muss älter sein, finde ich. Muss reifer sein, finde ich. Weil er ist sowieso 5 Jahre zurück. Älter, geistig. Ja. Ja, das habe ich auch immer gesagt. Ja, die hat das sowieso. Jungs generell sind vom Kopf her ein bisschen weiter zurück. Mhm. Ich weiß nicht, ob das sowas ist. Das kenne ich auch noch, dieses Sprichwort. Ob da irgendwas dran ist oder ob das absoluter Bullshit ist. Aber ich habe das Gefühl, ich habe doch so viele echte PsychologInnen und nicht nur HobbypsychologInnen. Davon habe ich noch viel mehr als meine ZuschauerInnen. Tell me about it. Sind Männer geistig langsamer in der Entwicklung als Frauen? Also es gibt es ja zum Beispiel bei Kleinkindern. Ist es schon so, aber das weiß ich auch nicht, ob das einfach nur so ist, dass tendenziell Mädchen schneller beim Erlernen vieler Dinge, die laufen oftmals schneller, sprechen schneller mehr und so. Aber das gibt wahrscheinlich auch Ausnahmefälle, das sowieso immer. Aber ob es da... Gibt es dazu Studien, die das belegen? Ist schon auch so ein lockerer Typ. Voll locker. Ja? Voll locker. Das wirkt am Anfang gar nicht so. Ich bin halb Brasilianer, ich bin von Rio de Janeiro, ich bin voll locker. Umso öfter man betont, wie voll locker man ja ist, umso lockerer ist man auch. Das ist das Geheimnis von Lockerheit. Du hast safe niemanden. Nettes Kompliment, ne? Ich bin quasi verlobt in der Villa. Eigentlich schon, ja. Der Kuss ist gefallen. Was datest du sonst so für einen... Ich bin Schlagmann. Oder datest du nicht? Ich liebe Dates. Ich gehe so gerne an Dates. Ich dachte, ich lande so gerne im Bett. Den Anfang habe ich nicht verstanden, aber irgendwas mit ich lande so gerne im Bett. Nee, was hast du gesagt? Come on. I wanna know. Ich habe nur einen Spaß gemacht. Ich meinte, ich lande so gerne im Bett. Du? Ich habe aus deiner Perspektive geredet. Nee, aus deiner, definitiv. Spruch direkt zurückgedrückt. Richtig so. Mag ich nicht. Und wie war das für die anderen? War ich ein bisschen peinlich. War ich auch ein bisschen peinlich, oder? Ich denke mal, bei uns beiden passt das halt eh nicht so vom Humor und allem her. Ja, klar, würde ich dann auch drauf schieben, dass es einfach der Humor ist, der nicht passt. Vielleicht liegt aber auch einfach daran, dass du gerne austeilst und nicht einstecken kannst. Sondern sonst nur gerne einsteckst bei anderen. Reinsteckst. Jetzt ich leider so, ja? Das Ding ist, die Leute sehen immer, Steffen ist so dieser witzige, lustige. Mhm. Aber mehr halt nicht, weißt du? Naja, aber Tammy, aka Tamara, die hat ja das Wahre in ihm gesehen. Wie bist du denn so? Das trifft es ganz gut. Ich bin anders als andere. Glaub mir, ich habe viel, viel erlebt in meinem Leben schon. Und ich weiß auch, wo ich mich zum Beispiel in ein paar Jahren sehe. Wo siehst du dich in ein paar Jahren? Mein absolutes Lebensziel ist halt, meine eigene Familie zu gründen. Und passt es zu ihrer Planung? Spannend. Spannend, ja. Ja. Ich habe gedacht, dass Steffen so ein bisschen der Clown ist. Und siehe da, das ist eigentlich so ein tiefgründiger
und familiengebundener Mensch. Steffen ist für mich immer noch ein großes Fragezeichen. Wir haben ihn jetzt schon so viele Formaten gesehen. Für mich ist es immer noch ein Fragezeichen. Warum? Was macht er da? Ich glaube schon, dass die Jungs sie eigentlich relativ gut fanden alle. Das auch vor allem, dass sie Fuego so reingebracht hat. Fuego, sage ich gerne. Okay, ich habe das. Ja, komm. Aha. Ja, Humor hat sie auch. Und dich würde ich gerne bitten, wenn du möchtest, noch ein bisschen da zu bleiben. Dann können wir noch ein bisschen miteinander sprechen. Wer will so einen Pflegefall wie Max mit auf ein Date jetzt noch nehmen, nachdem er sowas raushaut? Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Vor allem, weil der sie auch gar nicht den gleichen Humor haben. Und das ja für sie so ein großes No-Go ist. Aber jetzt ist es ein Yes-Go. Ja, es geht hier ganz schnell. Max, also da gab es irgendwie so zwei, drei Blicke, die wir ausgetauscht haben. Nur ich fand, okay, cutie. Alles, was er gesagt hat, ist einfach hinfällig, weil der Max muss in echt wirklich wahnsinnig gut aussehen. Da muss in der Kamera echt einiges verloren gehen, weil also der wickelt die Frauen um Finger. Das muss wirklich eine tolle Ausstrahlung sein. Ich habe mit Michelle gesprochen und ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, irgendwie hier so rumzulügen. Und dann habe ich der Michelle die Wahrheit gesagt. Was ist die Wahrheit? Es war eh eine tickende Zeitbombe, es wäre sowieso rausgekommen. Und ich glaube, das wird richtig eskalieren. Geht es darum, dass Layla und Khan sich irgendwie auch kennenlernen möchten? Das schneidet sie kurz an, aber es geht eigentlich um was ganz anderes. Er hat doch mit Pam geschlafen in Amsterdam. Halt's Maul. Der sagt so, der kennt die gar nicht. Ich wollte das nicht sagen, aber ich kann dich einfach nicht anlügen, weil ich einfach weiß, was du für ein Lebensding hast. Aber richtig geschlafen? Oder nur so Rebecca Marx-mäßig? Keine Ahnung, bin ich gucken. Da geht es wieder darum, dass er es verheimlicht hat, dass er so gesagt hat, er kennt Pam gar nicht. Also wenn das wahr ist, ist das so weit weg von der Wahrheit. Er sagt, er kennt sie nicht mal. Und dabei hatten die sogar schon mal was miteinander, allegedly. Das ist schon eine harte Nummer. Aber Michelle, guck mal, ich glaube, dass er wirklich die Connection, die er hat, der fühlt es gerade bei mir. Ja, aber warum willst du mich an? Warum willst du mich weil er dich so gut findet und der weiß, nein, ich hasse sowas. Ich sag dir, sag doch einfach mal ehrlich. Das Ding ist, Karl kann jetzt halt auch gar nichts machen, weil er ja gar nicht da ist. Ja, und warum bin ich dann wieder, aber keine Ahnung, soll ich Bitch machen? Michelle ist aber auch manchmal mit ihren Worten ein bisschen überfordert und so auch jetzt. Der redet so schlecht über die. Aber sie weiß auch nicht, dass viele nicht. Leute das wissen, weil sie gar nicht weiß, dass überhaupt einer von uns das weiß. Aber es wissen anscheinend schon ein paar mehr Leute, was für Michelle natürlich noch unangenehmer ist. Hattest du vor, hier, was mit Khan? Bitte sei ehrlich zu mir. Nee. Ist das die Wahrheit oder Lüge? Die Kacke ist richtig hart am Dampfen. Was ist? Weil ich ihr die ganze Wahrheit erzählt habe. Welche Wahrheit mit Khan? Ja. Oh, Layla, ist das dein Ernst? Ja. Über was? Wahrheit über was? Layla. Mit einer gewissen Person von hier in Amsterdam. Mit wem war Khan in Amsterdam? Mit Pam. Da hat der halt mit der ein bisschen Schakalaka gehabt. Weißt du, haben schon. Und das kam halt irgendwann. Was? Gut, jetzt wissen es wirklich gleich alle. Ich bin nicht böse oder sonst was. Ich erwarte einfach wirklich Ehrlichkeit. Ich meine es ernst. Sie oberflächlich hat von Instagram und so, aber gar nicht. Ja, nur von Instagram. Das ist ja die Geschichte, die wir von Anfang an alle gehört haben. Aber so richtig glaube ich ihr das nicht. Du bummst einfach mit dem Kumpel von deinem Boy und sagst es dem nicht. Wer denn? Was, mit wem hat sie gebumst? Na, mit Khan. Ach ja, das stimmt. Das stimmt, in Amsterdam, ne? Ja. Ja. Franzi ist auf jeden Fall nicht überrascht. Die hat es anscheinend schon gewusst. Es war auch anscheinend von Anfang an ein abgekattetes Spiel. Die wollten es von Anfang bis Ende durchziehen zusammen. Ach, krass. Was denkst du denn, warum sie denn so abgefuckt war, dass er mit Michelle war? Mein Gott, wie krank, aber... Krass, dass es so lange geheim gehalten wurde. Ich hätte gedacht, es wäre schon viel früher denen um die Ohren geflogen. Ich kenne Khan. Schon länger. Ich habe noch mal drüber nachgedacht und ich habe immer Ozan verstanden. Aber du meinst Khan. Ah, den kenne ich ja. Wir haben uns gedatet. Wie lange habt ihr euch gedatet? Ein paar Monate? Echt Monate. So geschrieben, gefacetimed. Wir waren weg zusammen in Frankfurt. Wir waren in Amsterdam zusammen, bla bla bla. Das ist wirklich so viel mehr, als wir kennen uns von Instagram. Jesus Christ. Haben die wirklich gedacht, dass das nicht rauskommt? Ja.
Was geht ab? Adela, Ex-Bachelorette, die war Moderatorin für die Schweizer Staffel. Und sieht die gut aus? Mächtig, aber die sieht aus wie 40. Wo sind die anderen? Michelle, also? Voll gemein von Adrian, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer manchmal ist auch Botox ein Feind und Filler und all sowas. Das kann auch echt, ne? Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung hoch 10, yippie-yay, aber es heißt nicht immer, dass es gut aussieht, leider. Naja. Also erstens, gleich wird es komplett eskalieren. Warum? Komplett. Das Pam mit Khan. Hört auf damit, warum habt ihr das gemacht, ja? Halt, stopp. Adrian ist davon schockierter als alle anderen zusammen. Ich hab damit nichts zu tun, aber ich bin so abgefuckt von Pam. So abgefuckt von ihr. Ja, dass sie ein falsches Spiel spielt, war schon klar. Ja, aber wer wusste das denn jetzt schon alles? Ich habe das Gefühl, wirklich jeder. Er spielt ein falsches Spiel, er ist fake. Das habe ich alles von Anfang an, seit Tag 1. Und ich stehe auch dazu und jetzt fallen die Masken. Aber ihr habt ja beide gelogen, oder? Ja, schieß los. Hast du jemanden erzählt? Nein. Ja? Nein. Wie ist das rausgekommen? Keine Ahnung, war Spekulation. Rebecca kam auf mich drauf. Und woher kam das? Wie kam das raus? Da musst du sie fragen, nicht mich. Ja, Adrian. Nein, ich glaube nicht. Du hast Adrian erzählt. Das war aber ganz am Anfang. Also, ja, man könnte natürlich drüber jetzt spekulieren und sprechen, wie ist es überhaupt rausgekommen. Aber wollen wir nicht uns darauf fokussieren, was überhaupt rausgekommen ist? Und ich habe mir dann so erstmal gedacht, oh shit. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich mit Rebecca darüber gesprochen habe. Also die Kette beginnt bei mir. Klar war das so mein Fehler, weil ich ein Geheimnis weitererzählt habe. Klar, es ist sein Fehler. Im Interview sagt er das zumindest noch. Aber jetzt tut er ein bisschen so, als wäre Rebecca die Schuldige. Größere Persönlichkeiten machen das auch. Ich habe gar nichts gesagt. Bei Gott sogar, wenn das rauskommt, du hast mich unnormal gefickt. Ich habe gar nichts gesagt. Sie hat ja, wer denn sonst? Sie hat, Pam hat es gerade... Hat selber gesagt. Pam hat es gerade ihr gesagt. Ja, okay, wenn sie selber gesagt hat, selber schuld. Ja, aber sie hat es ja nur selber gesagt, weil sie darauf angesprochen wurde. Ja, es wurde ja auch gesagt, dass ihr Sex hattet und so. Also nee, hatten wir nicht. Ja, aber es wurde ja trotzdem gesagt. Ja, es wird dir vieles gesagt. Darum, ja, aber warte, bevor du redest. Wenn sie sagt, es ist nichts passiert, wenn ich sage, es ist nichts passiert, dann ist auch nichts passiert. Das muss ich sagen, glaube ich. Das glaube ich, dass wirklich da nichts passiert ist. Du hast mich angelogen. Warum angelogen? Weil du gesagt hast, ihr kannt euch nicht. Ja, ja, das haben wir verheimlicht. Nee, genau, verheimlicht. Was, warum verheimlicht? Weil unnötig einfach. Genau, weil es hat sich komplett geändert. Ich bin auch so eine Franzi, ne? Ihr lügt mich die ganze Zeit an, aber das glaube ich jetzt. Trotzdem hat es mich verletzt. Ja. Ist es nicht wichtig, was ich fühle und ja, sage? Ja, du fühlst gerade nicht scheiße, das weiß ich ja mittlerweile, wie du denkst. Das ist so ein unangenehmes Dreiergespräch. Sollten das nicht separate Gespräche sein? Es war falsch, wie ich gehandelt habe. Ja. Okay, angelogen. Du genauso aber. Ja, aber trotzdem haben wir die Beziehung oder haben wir die Beziehung? Nee, Sache war falsch. Verstehst du mich gerade gar nicht? Nee, weil du gesagt hast, aber sie auch. Ich verstehe die fast schon gar nicht mehr. Da blickst du einfach nicht durch. Okay, war falsch. Warum musst du jetzt... Hör auf zu Autorasten. Ja, warum gehst du die ganze Zeit auf sie zu? Weil ihr beide Scheiße gelabert habt. Wir haben das. Nicht wir. Wir sind so du close. Du sagst es jetzt zum siebten Mal, ich hab's gecheckt. Ja, ich wollte es nochmal sagen. Ich hab's gecheckt. Nee, okay. Gut. Also Kommunikation bei denen sehr schwierig. Da fehlen manchmal irgendwie Worte, habe ich das Gefühl. Aber wenn sie es verstanden haben, good for them. Pam hat das gesagt, nicht ich. Nein, Michelle kam auf sie zu. Ey, ich schwöre dir bei Gott. Ja, Bruder, Rebecca oder Leda dann? Wer sonst? Warum lügst du dann? Und mal wieder ist Rebecca schuld. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe überhaupt nichts damit Wie kann das sein? Leute, frag doch bitte selber nach. Ich habe weder irgendwas gesagt, ich habe zu niemandem irgendwas gesagt. Woher weißt du das dann? Weiß ich doch nicht. Ich habe das doch selber nur so mitbekommen. Ich war am Essen. Was geht's denn? Ey, wie sie einfach von sich selber ablenken wollen. Ich bin ganz ehrlich, das ist eine absolute Ablenkung. Hört mal auf, gegen irgendwelche Leute zu schießen, nur weil ihr irgendeine Scheiße baut. Rebecca, woher weißt du das dann? Aber nichts woher gesagt, weißt du das Junge? Dann? Ich habe nichts gesagt. Ja, woher gesagt. Weißt du das? Keine Ahnung, frag sie doch selber. Ist so, ist so. I'm freaking out, jetzt mal ehrlich, ich raste aus. Was denn? Was machst du so? Ich? Ja. Ich mach so. Ich habe die ganze Zeit... Wer hat das zu dir gesagt? Wer hat dir das gesagt? Ist doch scheißegal. Leila, doch. Leila dann. Ist doch scheißegal, wenn wer sie das nicht war, dann Leila. Stopp. Leila, nein, ne? Nein. Doch, nö. Wer denn sonst? Nö. Wer denn sonst? Adrian, was kackst du denn jetzt auch noch Michelle an? Also Entschuldigung. Khan und Pam lügen die ganze Zeit. Das sind die einzig beiden, die schuld sind. Und du bist derjenige, der das von Khan weitergeplappert hat. Fass dir an die eigene Nase. Dummkopf, Digga, deine Perle. Dummkopf. Einfach meine? Dumm. Ja, Bruder, dumm. Wegen was? Warum denn meine Perle?
Spann dich mal, Digga. Oh, Son ist so, what the fuck is happening? Ich brauch gar nicht denken, dass sie mit mir irgendwie jetzt ekelhaft oder respektlos reden können. Nein, ich will nicht ekelhaft mit dir reden. Nur damit ihr das wisst. Ich will dir nur eine Frage stellen. Ich frage mich, warum rasten die jetzt aus? Hast du, Michelle, alles erzählt? Ja. Was, ich bin okay. Doch diejenige, die eigentlich ausrasten müsste. Bin ich jetzt im Fall, müsste ich nicht ausrasten? Ja, danke. Michelle, du bist eigentlich diejenige, die ausrasten müsste. Ich weiß gar nicht, was Adrian hier seine Lage so komplett überspielt. Und ich weiß auch nicht, warum er jetzt Layla irgendwie da noch befragen muss. Es ist doch egal. Es ist doch egal. Habe ich dir nicht gesagt, dass Layla und ich schon von Anfang an gecheckt haben, als Pam und Kani reinspaziert sind? Gecheckt ist was anderes. Ja, und mehr haben wir nicht gesagt. Anderes. Aber mehr haben wir doch nein, nicht gesagt. Nein, hör auf. Gut, die sind halt zwei Detektivinnen wie ich. Wir sehen sofort, wenn irgendjemand schon was miteinander hatte. Ich habe das auch schon in Folge 1 gesagt, das habe ich nur rausgeschnitten. Hier ist das Beweisvideo. Hallo, das ist Folge 1 und ich glaube, dass Pam und Khan schon vorher was miteinander hatten. Seht ihr, ich hab's gesagt. Da sieht man einfach, die hat echt Grips. Lass mich mal los. Nein, bei Gott sogar. Mal jetzt was nicht. Hat das mit Übertreiben zu tun? Das ist alles Übertreiben, Adrian. Du hast doch die Bestätigung gegeben. Nein, ich habe zu ihr gesagt, alles, was wir gedacht haben, ist zu 100% real. Das ist doch eine Bestätigung. Ja, aber das ist doch nicht das, was passiert ist in der natürlich, Wahrheit. Nein, natürlich. Das ist ja auch nicht zu 100% real. Anscheinend haben die ja nicht miteinander geschnickselt, schnackselt. Ich glaube das immer noch. Also ich finde schwach, dass du denkst, dass du mit mir jetzt diese Konversation führen musst, um mir zu sagen, dass ich scheiße bin, warum ich das gesagt habe. Hab ich dir gesagt, dann du bist lieber scheiße? In dich rein und denk dir, warum ich, hast du es nicht gesagt? Hab ich dir gesagt, ja, du bist ihr scheiße? Beide, komm runter, ja, komm runter. Ich nee, weil er es einfach scheiße ist, Mann. Hab ich gesagt, das ist scheiße? Ich sag's jetzt. Das ist scheiße. Genau wie man sich hier verlieben kann, habe ich auch ihm gesagt, kann man auch Freundschaften hier finden. Und sie tut mir einfach in dieser Hinsicht dann leid. Das verstehe ich. Loyalität. Und Layla liebt es halt auch, Geheimnisse auszuplappern, sind wir mal ganz ehrlich. Da gibt's was zum Einmischen und da mische ich mich ein. Aber es spielt hier keine Rolle, wer das eigentlich nein. auch gesagt hat, von ja, wem nein, es kam. So ja, weil Fakt es geht um den Fakt einfach ja. Fakt und nicht ist. Jetzt drauf. Und es war scheiße und vielleicht soll man das auch selbst reflektieren und sagen, okay, es tut mir leid. Fakt. Aber nicht gesagt, es war scheiße von mir, ja? Ich hab doch gerade gesagt, das war scheiße, aber nicht von dir. Das hast du nicht gesagt, Khan, aber gut. Seht ihr, da fehlen manchmal Worte um Sachen, da passieren so viele Missverständnisse. Es ist nichts Schlimmes oder so, aber ich kenne Khan schon lange. Okay. Schon seit ein paar Monaten. Okay. Okay, wollen wir was essen? Also Stand jetzt, das ist nicht schlimm, das ist in der Vergangenheit. So, ey, wir lernen uns jetzt hier kennen, das, was du jetzt damals gemacht hast, ist nicht schlimm für mich. Ja, die sind ja aber auf einem ganz anderen Standpunkt. Khan und Michelle sind ja schon vier Tage, ist schon Ewigkeiten zusammen quasi. Da wurde halt gelogen und da, also ja, ich verstehe schon, dass Ozan da anders reagiert. Keiner wusste, dass wir uns kennen. Okay. Keiner weiß, dass wir uns überhaupt kennen. Muss doch keiner, muss doch nicht unbedingt jeder wissen. Ja. Naja, ich finde schon, dass das eine öffentlich zugängliche Information sein sollte. Ja, es war falsch, du hast komplett recht. Aber danach habe ich mir gedacht, es ist einfach nicht nötig, das Ding aufzumachen. Doch, doch. Aber ich fand es in dem Moment richtig, weil ich dachte mir, Digga, wenn du das jetzt droppst, kannst du vieles kaputt machen damit. Ja, und dann lieber warten, bis es irgendwann anders rauskommt, weil dann macht man noch viel mehr kaputt. Du hast mich so gerade so krank verletzt, kannst du dir gar nicht vorstellen. Doch, kann ich mir vorstellen, aber nein, weil ich dich niemals so eingeschätzt hätte, der mir so kackend dreist ins Gesicht lügt. Was heißt lügen? Guck mal, du kannst das gar nicht als Lügen befassen, weil es war einfach eine Verheimlichung für meinen Schutz, weil ich Angst hatte, dass du einfach keinen Bock mehr drauf hast. Okay, und du denkst jetzt, ich kann dir so weiter so leicht vertrauen, oder was? Von der Verheimlichungskeit des Schutzes für meinerseits war es Notwendigkeit. Das ist eins, was safe ist. Das ist gemein, den so zu verarschen, aber mit seiner Sprache. Die Verheimlichung war einfach notwendig. Und wer es nicht versteht, der kommuniziert wohl direkter und ehrlicher. Ich arbeite dran, ja? Aber alles, was ich dir, egal wann, wo, was ich immer gesagt Wahrheit, habe, ja? Es war immer die Wahrheit. Meine Gefühle waren immer echt, sind immer noch echt. Alles war die Wahrheit, bis auf diese eine Lüge. Aber sonst war alles die Wahrheit. Versprochen. Keine Ahnung, überleg einfach mal, ob es fair ist, mich so anzukacken, obwohl ich nichts gemacht habe, ich eigentlich immer noch cool bin. Überleg dir einfach mal, wie du gerade zu mir warst. Sag ich dir ehrlich. Und da fließen jetzt die Tränchen bei Kahnchen. Das ist scheiße. Du magst sie gerne, gell? Ja. Ich finde, die beiden sind auch ein süßes Paar. Schwierig mit der Kommunikation teilweise, aber ja. Aber es tut mir so leid, ne? Das war gar nicht meine Absicht, dass du sowas mit mir jetzt ist. Ich habe auch mit Michelle darüber geredet. Ich habe auch gesagt, ich so, ey, ich schwöre es dir, das war von uns allen nicht die Absicht. Er hat einfach nur die Schnauze gehalten, weil er dich mag. Oh, wie liebevoll die mit ihm umgehen. Beide, auch Adrian mit dem Kussi und dem Streicheln. Und
Jetzt tut mir Karl auch richtig leid. Er leidet richtig. Da muss er jetzt aber auch durch. Ich weiß, du magst es nicht, aber du musst es lernen. Wer nicht leidet und wen wir total vergessen haben, ist Max und Adela. Hab ich den Namen schon wieder vergessen. Was trinkst du am liebsten? Also wirklich unalkoholisch bin ich ja wirklich Wassertrinker. Ja, ich auch. Also ich in der Gemeinsamkeit. Hey, ganz ehrlich, Leute, die Wasser trinken ohne Kohlensäure, ihr seid meine großen Vorbilder. Ich will, wenn ich groß bin, will ich so sein wie ihr. Ich fand es aber auch teilweise gut, dass du mich halt in die Schranken gewiesen hast. Mhm. Weil ich brauche tatsächlich auch eine Frau so an meiner Seite, die auch dominant halt ist. Ich glaube, Max weiß überhaupt nicht, was er braucht im Leben und was er will. Die Beziehung, die ich jetzt als nächstes eingehe, soll die letzte Beziehung sein, soll die Mutter meiner Kinder werden. Okay. Was ich nicht gedacht hätte, ist wirklich, dass er eigentlich für die richtige Frau sich setteln wollen würde. Also hat er auch komplett die Mimik einmal geswitcht zu echt komplett seriös und ich so, okay. Ja, ich habe Max gefressen, muss ich sagen. Natürlich, schmeckt. Aber bist du so ein Schlitzohr? In den letzten 2 Jahren war ich absolut ein Schlitzohr. So. Und jetzt? Weiß nicht, wenn die richtige Frau kommt, dann bin ich kein Schlitzohr okay. mehr. Aber und bis dann bist du noch eins. Denke ich schon, ja. Okay. Boah, diese Attitude ist so schlimm, dieses, ja sorry, aber die Frauen sind halt nicht gut genug für mich, sodass ich mal ehrlich und direkt und aufrichtig und nett zu Frauen bin, sondern da muss erst die eine richtige Frau kommen und dann verhalte ich mich nicht mehr wie ein Arschloch. Ja, und solange bin ich noch ein Schlitzohr. Halt's Maul einfach. Das wichtigste Tattoo. Ich mag einmal den Löwen als Tier, der macht sein Ding, er zieht sein Ding durch. Genauso bin ich halt auch. Der macht nicht die Löwensache schon wieder, Leute. Der hat die Memo nicht bekommen, ne? Das mit den Löwen vergleichen. Aber deswegen habe ich halt auch den männlichen Löwen und den weiblichen Löwen. Hört sich vielleicht ein bisschen kitschig an. Aber ich denke, dass ein wahrer König halt nicht so seine Königin ist. Das ist Comedy-Gold, Leute. Das war purer Comedy, also. Das hier verdient einen Comedy-Preis. Und wisst ihr was? So viel Romantik, so viel Löwenpalaver. Wozu führt das? Zum Knutschen. Die ganze Zeit war es eigentlich Zeit, bis eine Frau den Playboy-Max sozusagen eliminieren kann und ihn wieder zum Beziehungsmax formen kann. Es tut weh. Wirklich, das ist so fürchterlich. Andersrum würde es ja nicht funktionieren. Also er sagt, zu seinen Freunden ist er so lange Arschlöcher, bis dann mal ein Typ dabei ist, der wirklich verdient hat, dass er ein guter Freund ist. Will er auch nicht machen. Weil, klar, hassen wir Frauen mehr als Männer. Ist natürlich klar, ist in uns drin, das ist hier im Blut drin, das ist in der DNA drin. Frauen erstmal, die müssen sich erstmal den Respekt erkämpfen, ne? Und aber bei Männern ist, oh mein Gott, ich kann das nicht. Dann noch diese Löwenscheiße on top. Wirklich raus. Stimmt, muss nicht so gut bei ihr. Oh mein Gott, stell dir vor, ich verliebe mich glücklich. So bin ich eigentlich, wenn ich, ja, ich bin aber nicht jetzt schon verliebt. Oh Gott, ich so Love-Bombing. Wie toxisch. Stimmt, das erinnert mich an meine Essay zu toxischen Beziehungen, falls ihr den nicht gesehen habt. Ich kann es vollkommen verstehen, dass Michelle jetzt abgefuckt ist, sauer ist, traurig ist. Sie hat komplett recht. Ich habe das Gefühl, er hat seine Lektion gelernt, Leute. Zur Aufklärung, ich hatte mit Pam keinen Sex. Mhm. Wir sind uns nicht näher gekommen. Ihr seid euch nicht näher gekommen? Nein. Ich finde es so krass, weil du mich einfach, du hast mich einfach belogen. Nein, guck mal, was heißt erstens? Nein, sag nicht nein. Nein, du hast belogen. Mich belogen. Du hast doch gelogen, du hast gesagt, ihr kennt euch nicht. Du hast gesagt, du kanntest sie nicht. Und das ist eine Lüge. Okay. Das ist nicht irgendwas nicht sagen oder verheimlichen, das ist eine Lüge. Okay. Ja, stimmt, jetzt wo du sagst. Hattet ihr mehr zu kennenlernen? Cool. Also auch kein Kuss? Wir haben uns geküsst, das stimmt. Aber mehr ist es nicht. Okay, Kuss. Das ist doch wohl menschlich, oder? Kann man doch einfach machen, Mann. Ist aber kein Sex passiert. Aber ich habe dich gerade gefragt. Aber ist es kein Sex passiert? Ja, das stimmt. Und du hast mir schon wieder angelogen. Warum? Was hat er jetzt gemacht? Es war nichts. Es ist einfach. Ich habe dich eben gefragt, ob irgendwas war und du hast gesagt, nein. Nein! Ein Kuss ist trotzdem was. Es ist einfach hier ein Kuss gewesen. Scheiß kleines Kuss, Digga. Okay, sie hat gefragt, ob was war. Das kann ja alles bedeuten. Da hätte sie schon ein bisschen auch spezifischer. War ein Kuss, war kein Kuss. Ich möchte mich auch an der Stelle entschuldigen, weil es so laut war. War sehr falsch. Ich zugeben. Ihr habt viel reflektiert. Guck mal in der Kürze der Zeit. Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass Karl mich verarscht. Ich
glaube schon, dass das, was er mir sagt, dass er das wirklich so fühlt. Das glaube ich auch. Ich glaube, der ist schon ein aufrichtiger Typ. Ich will keine Ehekrise mehr. Mein Vertrauen ist auf jeden Fall angeknackst. Ich bin ja auch ein Mensch, ich beobachte sehr, sehr viel. Ich werde auch jetzt noch weiter beobachten. Das braucht ja auch Zeit. Sie muss ja jetzt auch nicht sofort Top oder Flop sagen. Hey. Na du? Wie war's? Schön. Sehr bei schön. Dir? Auch schön. Ich wollte ihm auch nicht das zeigen, dass ich verletzt bin. Und dann bin ich auch erstmal kurz weggegangen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Ja, da hat er gar nicht gemerkt, dass was in der Luft liegt. Okay. Ja, das hat uns geküsst. Nein. Halt's mal. Du bist so ein Schwätzer, Digga. Nein, der Mann ist ernst, Das ist ein Löwe. Hallo? Hallo? Der jagt und der nimmt sich die Beute. Der harmoniert's auf einmal wieder so, oder was? Nee, wirklich. Deswegen Red Flag. Du bist einfach eine Red Flag. Oder du bist... Du bist eine Red Flag. Er ist eine Red Flag. Das ist für mich eine Red Flag. Kann ich mal kurz mit dir quatschen? Mit mir? Ja. Klar, gerne. Du bist die Franzi. Genau, richtig. Ja. Komm, gerne mit. Aber wieso Scheiße gebaut? Ja, weil es ein bisschen asozial wegen Franzi gegenüber ist. Ja, aber da, jetzt mal ganz ehrlich, da zwischen Franzi und ihm, als ob das was wirklich aufrichtiges war, oder? Alter, halt die Quatsche direkt mit Franzi. Ich bin so am Arsch. Ich schaff die doch einfach. Ich kann dir gerade gar nicht genau sagen, wer meine wirkliche Nummer 1 jetzt gerade ist. Ah, nee, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass er wirklich Franzi gut findet. Das ist an mir vorbeigegangen. Ist vielleicht eine schwierige Situation momentan für Franzi, aber it's the game. That's halt irgendwo auch the game, ne? Und wie the game weitergeht, das erfahren wir nächste Woche. Ich freue mich darauf. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Einschalten. Tschüss.